Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Linksnet Talks. Wir haben ja schon über 20 Gespräche mit Einzelinitiativen und Vereinen und Personen in diesem Format gemacht während der Corona-Krise, vor allem im ersten Lockdown. Und wir wollen jetzt im zweiten Lockdown oder im neuen Jahr das ganze Format weiterführen und nochmal Personen direkt zu Wort kommen lassen, die direkt mit Auswirkungen der Krise zu tun haben. In diesem Fall mit Andreas Menzel. Er ist im Gesundheitswesen aktiv, speziell als Verdi-Gewerkschaftssekretär für das Thema Gesundheit. Und er war auch bei einer der letzten Folgen von Klardenken mit dabei und hat nochmal die spezifische Perspektive von Beschäftigten in Krankenhäusern und im Pflegeheim dargestellt. Und wenn ihr euch erinnern könnt, im ersten Lockdown gab es ja Leute, die auch geklatscht haben am Balkon, ob das nun hilfreich war oder nicht. Aber es gab zumindest eine große Debatte über die Beschäftigten in dem Gesundheitswesen und wie die bezahlt werden, was die Arbeitsbelastungen sind. Und da wäre gleich meine Einstiegsfrage: Hat sich denn seitdem was geändert oder ist der Hype, oder nicht Hype, sondern die Betrachtungsweise auf eure Arbeit eine andere geworden, oder hat sich real auch was geändert an Löhnen oder Arbeitszeiten? Hallo erstmal in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Also getan hat sich nichts. Also ja, Löhne haben sich verändert, Arbeitsbedingungen haben sich verändert. Das ist aber zurückzuführen auf Tarifverträge oder Tarifabschlüsse, die wir im letzten Jahr trotz der Pandemie erreichen konnten. Ja, eine Klinik in Leipzig ist in den Genuss in Anführungsstrichen gekommen, die staatliche Corona-Prämie zu erhalten, nämlich das Klinikum St. Georg. Dort hat sich es aber die Bundesregierung sehr einfach gemacht und hat die Verteilung dem örtlichen Betriebsrat überlassen. Das heißt, der Betriebsrat ist jetzt entweder der Gute, der allen das Gleiche ausschenkt, oder der Schlechte, der differenziert zwischen einzelnen Beschäftigtengruppen. Das heißt, es ist ein schweres Los für die Interessensvertretung vor Ort. Aber wie schon in der Klardenken-Veranstaltung gesagt, ist es tatsächlich so, dass die Kolleginnen und Kollegen in der ersten Corona-Welle im vergangenen Jahr massiv beklatscht worden sind. Ich kann mich da erinnern, da gab es Aufrufe, dass man sich um eine bestimmte Uhrzeit auf den Balkon stellen sollte. Aber für die Kolleginnen und Kollegen ist eigentlich nichts übrig geblieben. Eigentlich eher das ganze Gegenteil. Die Situation ist noch schlimmer als im ersten Lockdown. Über Arbeitszeiten und Belastungen reden wir vielleicht gleich nochmal, aber der Corona-Bonus, der von der Regierung ja versprochen wurde, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, 500 Euro oder 1500 1500? tatsächlich. Dieser gilt allerdings nur für den Bereich der stationären und ambulanten Altenpflege. Der ist tatsächlich auch ausgezahlt worden. 1000 Euro vom Bund, 500 Euro vom Land Sachsen, also vom Freistaat Sachsen. Das hat funktioniert. Bei den meisten Arbeitgebern völlig reibungslos. Im Bereich der Krankenhäuser sieht es allerdings anders aus. Da gab es die Prämie von der Bundesregierung, je nachdem, wie viele Intensivbetten beziehungsweise wie viele Corona-Fälle die Kliniken tatsächlich hatten. Und da waren wir hier in Leipzig mit einem Krankenhaus vertreten, nämlich dem St. Georg. Und ja, wie gesagt, dort gab es die Summe X, die aufzuteilen war. Und der Betriebsrat war dann in der Verantwortung, das irgendwie einigermaßen gerecht, wie auch immer man das nennen Also es möchte, gab nicht für zu jeden die verteilen. versprochenen 1500, sondern eine Nein, Gesamtsumme. Okay. genau. Eine Summe für das Klinikum. Gibt es eine Seite im Internet, wo das einsehbar ist. Also es waren in Sachsen wirklich nicht so arg viele Kliniken, die davon betroffen waren, und in Leipzig nur eine. Und da gab es einen Batzen Geld und der muss verteilt werden. Und genau, das hat man dann der Klinik mehr oder weniger überlassen. Und das macht es ziemlich schwierig, auf Okay. jeden Fall. Und Ja. auch ungerecht, also ich meine. Ohne Frage. Also ich meine, dass es eine Differenzierung geben kann. Das mag legitim sein zwischen Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auf Intensivstationen arbeiten, und Kolleginnen und Kollegen, die meinetwegen am Empfang arbeiten. Aber auch da ist klar, ein Krankenhaus funktioniert nur als Rädchen und da ist jeder Teil des Ganzen. Und wenn man da Unterschiede macht zwischen den einzelnen Beschäftigtengruppen, dann führt das natürlich immer zu Frust und Ärger, berechtigterweise. Auf jeden Fall. Ja. Und kannst du sagen, wie die Arbeitsbelastung vielleicht auch unabhängig von Corona gerade im Altenpflegebereich, aber auch im Krankenhausbereich ist und wie sie sich jetzt nochmal verstärkt hat oder gezeigt hat? Katastrophal. Ja. Also im Krankenhausbereich ist natürlich der Bereich, wo man immer ein höheres Augenmerk drauf legt oder was eher in der Presse eher in Mitteilungen ist. Da rutscht die Altenpflege leider immer ein bisschen hinten runter.
Personalnot oder Personalmangel besteht überall und das nicht erst seit Corona, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben da als Verdi mit vielen Aktionen versucht, aufmerksam zu machen, soll es voll, die 162.000 fehlen, der Tag der Händedesinfektion, der Nachtdienstcheck. Und wir haben dort 2018, wenn ich mich recht erinnere, festgestellt, dass im Oktober eigentlich schon das Jahr für die Beschäftigten zu Ende gewesen wäre, weil eigentlich dann das Personal alle war. Wenn Stationen so besetzt wären, wie es wünschenswert wäre für eine ordentliche Pflege der Patientinnen und Patienten. Und, also Oktober heißt, da wäre die Arbeitszeit faktisch vorbei für das Personal, ja, was gerade in den meisten Einrichtungen. Genau, also wir haben da die Teams befragt, wie die Besetzung sein müsste auf den einzelnen Stationen, dass eine adäquate, ordentliche, bedarfsgerechte Patientenbetreuung gewährleistet wäre, haben die Zahlen zugrunde gelegt, haben uns dann die realen Zahlen angeguckt und dort sind wir irgendwo im Oktober gestrandet, dass eigentlich ab da keine Betreuung mehr stattfinden könnte. Ja, genau. Mhm. Und das war jetzt 2018, der Normalzustand, der schlimme. Genau, also der ist einfach so geblieben. Man sieht es an dem Wettbewerb, der ja mittlerweile schon betrieben wird, um Pflegepersonal zu bekommen. Also die Helios-Kliniken haben das sehr aktiv betrieben. Nach meinem Kenntnisstand auch die Uniklinik, die also Werberprämien, Abfangprämien gezahlt haben, in horrendem Ausmaß auf jeden Fall. So dass Kolleginnen und Kollegen da natürlich gewechselt haben und Helios als riesengroßer Konzern kann sich das halt leisten, 6.000 oder 8.000 Euro auszuschütten, wenn ich da anfange zu arbeiten. Das kann ein Altenpflegeheim beispielsweise nicht. Und von daher ist es ziemlich verrückt, dass Gelder gezahlt werden und am Ende noch aus den bedeutend schlechteren Berufszweigen wie der Altenpflege, also nicht schlechter im Sinne der Arbeit, sondern schlechter, sowieso schon schlechter von der Vergütung, schlechter von den Arbeitsbedingungen, dass dort die wenigen Menschen, die dort tagtäglich großartige Arbeit leisten, auch noch rausgezogen werden. Also das ist traurig. Ja. Also faktisch wenn private Einrichtungen faktisch, die vielleicht mehr Geld haben, weil sie anderweitige Einnahmen haben, ja, dann mit solchen, so einem Wettbewerb die Beschäftigten zu sich locken, 600 genau. Euro mehr oder nicht mehr, sondern einmalige genau, Einstellungszahlungen. Also in der Regel ja schon mehr beim Entgelt, ja, was meist auf Tarifverträge zurückzuführen ist, was ja eigentlich gut ist. Mhm. Allerdings die Bewerberprämien dann da noch ausschlaggebend sind und wer findet es nicht verlockend, wenn er mit einem Schlag 4.000 oder 6.000 oder 8.000 Euro bekommen kann. Das heißt, die normalen Krankenhäuser oder Pflegeheime, die auch für Normalsterbliche finanzierbar sind, ja, die haben dann die größten Verluste an Mitarbeiterinnen. Die genau, ja. Also wir erleben auch in den letzten Jahren einen absoluten Kampf um das Personal und einen wahnsinnig verrückten Wechsel innerhalb der Kliniken und innerhalb des Gesundheitswesens, weil natürlich die Beschäftigten berechtigterweise erkannt haben, dass sie sich aktuell aussuchen können, wo sie arbeiten. Also dann ist es vollkommen legitim und verständlich, wenn die Leute sagen, nee, ich habe da bessere Arbeitsbedingungen, ich habe da besseres Einkommen, dass die natürlich die Einrichtung regelmäßiger wechseln, als es vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall war. Mhm. Für die Mitarbeitenden verständlich, aber eigentlich ja, für das Gesundheitswesen, was für alle da sein soll, eine absolute Katastrophe. Und da zeigt sich halt die Problematik der Finanzierung. Mhm. Wenn Helios 2019 als Konzern 670 Euro Millionen Gewinn einfahren kann, mit Geldern, die wir ja alle irgendwo in dieses System einspülen, nämlich mit Krankenkassenbeiträgen, dann sieht's halt in öffentlichen Häusern, die ja absolut gering sind, also kommunale Einrichtungen, dann natürlich trüber aus, weil die das einfach nicht leisten können. Ja. Und beim St. Georg in Leipzig jetzt, wie sind die so finanziell aufgestellt? Weil das ist doch eine städtische ist Einrichtung. Ist ein Eigenbetrieb quasi der Stadt, aber eine eigenständige GmbH. Das heißt, die hängen an den Geldern der Stadt. Mhm. Ja. Und können die sich auch sowas leisten wie Personal besser zu bezahlen als... Ja, also ja und nein. Also solche Abfangprämien sind mir vom Klinikum St. Georg nicht bekannt. Das Klinikum betreue ich allerdings fairerweise auch nicht. Deswegen will ich mich da nicht zu weit raushängen. Aber die Tarifverträge oder die Tarifabschlüsse, die wir an den Leipziger Kliniken erreichen,
sind doch sehr gut. Also das St. Georg hat im vergangenen Jahr wieder einen Tarifabschluss hingelegt mit Entgeltsteigerung und jetzt auch endlich nach über 30 Jahren Wiedervereinigung im Stufenplan für eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit. Gleiches passiert gerade bei den beiden Helios-Häusern in Leipzig, dem Herzzentrum und dem Parkklinikum. Da stehen die Verhandlungen kurz vorm Abschluss. Das Uniklinikum Leipzig hat einen guten Tarifabschluss im vergangenen Jahr hingelegt. Also da ist schon Bewegung drin. Das Ganze funktioniert aber, das muss man fairerweise sagen, nur mit Mitgliedern, die wir haben. Ja. Und bleiben wir vielleicht mal bei dem Thema, bevor wir nochmal zu Corona und der Arbeitsbelastung kommen. Wie sind denn die meisten Beschäftigten? Sind die organisiert, sind die in der Gewerkschaft? Habt ihr Betriebsräte in allen Häusern? Also in allen Kliniken, die wir haben, haben wir Betriebs- oder Personalräte. Das ist so, das funktioniert. Da gibt es auch einen regen Kontakt zwischen Gewerkschaft und den einzelnen Interessensvertretungen. Der Organisationsgrad könnte nach unserem Empfinden natürlich immer besser sein. Das ist vollkommen klar. Aber gerade in den großen Häusern haben wir wichtige Bereiche gut besetzt, das kann man so sagen. Also da, wo es wirtschaftlich wehtun muss, sind wir in den meisten Häusern gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz geht es immer um die ganze Einrichtung und da ist in allen Häusern, ich glaube, deutschlandweit Verbesserungsbedarf wäre wünschenswert, weil jetzt natürlich aktuell der ideale Zeitpunkt wäre, sich da gewerkschaftlich zu organisieren und Verbesserungen hervorzubringen. Einmal ist jetzt das Verständnis, die Akzeptanz der Bevölkerung, glaube ich, nochmal viel höher, als das vielleicht vor 3 oder 5 Jahren war. Ja. Und es gibt genügend Paradebeispiele dafür, dass Pflegerinnen und Pfleger auch streiken gehen können und für ihre Rechte eintreten können. Ist ja auch in der ersten Welle auch teilweise nur symbolisch passiert, aber ja. Genau. Jetzt ist ein Streik wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach möglich, weil tatsächlich die Kapazitätsgrenzen vieler Krankenhäuser so am Limit sind, dass wir haben von 12-Stunden-Schichten gehört, die bei der Klardenken-Veranstaltung. Ja. Ist das vorher auch schon normal gewesen in der Dimension? Also ich meine, dass man mal eine 12-Stunden-Schicht macht, ist vielleicht zwar nicht schön und auch nicht wünschenswert, aber kam bestimmt schon mal vor im Gesundheitswesen. Aber jetzt scheint das ja Standard zu sein. Nein, glücklicherweise ist es kein Standard, okay. Aber der Gesetzgeber oder im Speziellen jetzt die Landesregierung in Sachsen hat dem Tür und Tor geöffnet. Mhm. Also grundsätzlich gilt das Arbeitszeitgesetz auch in Pflegeeinrichtungen. Allerdings ist es so, dass natürlich durch Bereitschaftsdienste und oder Rufbereitschaften Dienste verlängert werden können. Das regeln wir in der Regel in Tarifverträgen. Das ist nicht schön, aber okay, weil es dafür auch einen Ausgleich gibt. Mhm. Und jetzt sind wir, oder besser gesagt, die Beschäftigten natürlich auf die hiesigen Interessensvertretungen angewiesen, dass die 12-Stunden-Schichten, also reine 12-Stunden-Schichten tatsächlich ablehnen. Macht ja auch keinen Sinn, wenn die Leute dann selber krank werden, wenn sie zu viel. Also es ist schon so die absolute Kotzgrenze eigentlich erreicht gewesen und jetzt durch Corona ist es nicht besser geworden, wenn man da die Kolleginnen und Kollegen in Vollmontur quasi sieht, die da stundenlang sich um Patientinnen und Patienten kümmern, die nochmal einer höheren Belastung auszusetzen in Form von, sie sollen länger arbeiten gehen, ist völlig, völlig unverantwortlich. Betrifft aber nicht nur das Gesundheitssystem, also die 12 Stunden wurden ja für verschiedene Bereiche geregelt oder offen gemacht. Ich halte das für absolut Panne und kontraproduktiv. Ja. Auf jeden Fall. Und du hattest vorhin gesagt, Oktober ist praktisch die Arbeitszeit vorbei, weil nicht mehr Personal da ist. Ja. Wie kommt man denn nun aus deiner oder eurer Sicht von Verdi zu mehr Personal? Liegt das wirklich nur am Lohn oder liegt das auch an zu wenig Bewerbern? Oder ist der Beruf in der Gesellschaft zu unattraktiv, dass sich da genügend Menschen dafür bewerben oder eine Ausbildung machen wollen? Oder liegt es einfach nur am Geld am Ende? Ich glaube am Geld nicht unbedingt, weil ich glaube, ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die im Pflegebereich arbeiten, machen das nicht nur wegen Geld, sondern weil sie eine unwahrscheinlich hohe soziale Ader haben und in Berufsethos, der da einfach dahinter steht. Aber natürlich spielen Arbeitsbedingungen eine unwahrscheinlich große Rolle. Und da gewinnt der die besten Bedingungen bietet. Das fängt mit der Ausbildung an und geht natürlich dann weiter in das, ich sag jetzt mal salopp, in das Erwachsenenleben nach der Ausbildung. Und
da haben wir gut nachzuholen, gerade im Osten. Also das ist einfach so, was die Arbeitsbedingungen angeht. Allerdings kann man auch das Gefühl haben, dass Menschen sich natürlich lieber Berufe suchen, wo sie halt einen 9 bis 15 Uhr Job haben, von Montag bis Freitag im Idealfall. Die Familie hat oder Familie und Freunde hat, glaube ich, gerade in der jüngeren Generation, was ja eigentlich gut ist, einen höheren Stellenwert bekommen. Und dann überlegen sich das natürlich die Menschen zweimal, ob sie zukünftig 365 Tage im Jahr parat stehen wollen. Ja, aber genau deswegen sollte es ja gerade in diesen Berufen eine ordentliche und eigentlich auch bessere Bezahlung geben als bei normalen Jobs, die 9 bis 15 arbeiten, um genau diesen Nachteil auch auszugleichen. Ja. Aber wenn das eben so in der Höhe nicht der Fall ist, dann... Ja. Und der Wettbewerb, den du vorhin noch gesagt hast, wenn dann die guten Häuser faktisch dann noch die Leute wegziehen von den normalen Häusern, dann kommt der Arbeitsplatzmangel nochmal deutlich zutage. Genau. Ja. Aber gibt es an der Ausbildung irgendetwas, was ihr auch als Gewerkschaft fordert? Also es gibt ja auch zumindest, also ich bin kein Gesundheitspolitiker oder Experte darin, aber meiner Kenntnis nach gab es ja auch ein paar Berufe, wo, das wurde jetzt zwar jetzt abgeschafft, aber es gab ein paar Berufe, wo du deine Ausbildung auch selber bezahlen musstest vorher. Ja? Das ist ja, das fand ich eine Unmöglichkeit, dass also die Leute nicht bezahlt werden, dass sie im Gesundheitswesen eine Ausbildung anfangen und dann da doch arbeiten, sondern selber aufgrund ihrer sozialen Ader oder wie auch immer da den Beruf machen wollen und dann auch noch für die Ausbildung bezahlen müssen. Ist das komplett jetzt vom Tisch? Also kriegen die Leute bei der Ausbildung auch tatsächlich alle Geld oder gibt es immer noch Ausbildungsstellen, wo man... Also innerhalb von Leipzig, da wo wir Tarifverträge haben, ist es so, dass tatsächlich alle auszubildenden Gänge vergütet werden. Den großen Aufschrei gab es, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren, wo es um die Thema Physiotherapeutin, Diätassistenten, Ergotherapeutin und Therapeuten ging. Dort gab es ja dann den Tarifabschluss der Länder, wo man das geregelt hat, dass an Universitätskliniken und im Bereich, oder nicht und im Bereich, sondern im Bereich des TDL, diese Beschäftigten oder diese Auszubildenden vergütet werden müssen. Und uns hat das eine Tarifrunde gekostet, um da auch die jungen Beschäftigten hier in Leipzig an der Universität, an der medizinischen Berufsfachschule so zu organisieren, dass wir diese Forderung durchsetzen können. Und da war es tatsächlich von quasi 0 auf 1000 Euro, so dass die Kolleginnen und Kollegen dann endlich auch für eine Ausbildung, die zwingend notwendig ist, um Nachwuchs zu generieren, eine Vergütung erhalten haben. Und da zeigt sich auch gleich, warum es sinnvoll ist, in der Gewerkschaft zu sein, weil genau sowas dann erreicht werden kann. Ja, ne? Also genau. Wir haben ja andere Branchen auch, gerade Durstexpress oder ähnliches, wo gerade auch demonstriert wird, aber die Leute sind halt alle nicht unbedingt in einer Gewerkschaft, die dann auch für die, im Betriebsrat gab es nicht, das sind so Probleme, es wird jetzt alles organisiert und es treten noch alle ein, aber wenn es zu spät ist, ist es immer auch schwierig. Und das ist in der Regel tatsächlich dann meistens zu spät. Also in vielen Fällen ist ja dann das Kind in den Brunnen gefallen und das ist das, was ich meine, gerade im Bereich der Altenpflege. Oder auch in sozialen Berufen, Behindertenwerkstätten und, wo uns tatsächlich teilweise Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner fehlen, eben weil es kaum Betriebsräte gibt. Das mag verschiedenste Gründe haben, aber das ist natürlich für uns auch ein kleines Problem, Zugänge zu bekommen. Und also ich bringe da immer gerne den Vergleich, dass wir uns für alles versichern, ob das der Hausrat ist, ob das das Auto ist, ob es unser Fahrrad ist. Einige versichern sogar ihr Telefon, falls es mal runterfällt. Ja. Aber an das Thema Arbeitsleben denken die wenigsten, was ziemlich erschreckend ist, weil damit finanziert man ja sein ganzes Einkommen, was man hat und den Rest, den man eigentlich versichert. Und wir betreuen ja viele Kolleginnen und Kollegen auch in individualrechtlichen Sachen, ob das ein Arbeitszeugnis ist, ob das Geltendmachungen sind. Jetzt gerade Beispiel Urlaub und Quarantäne, wo wir natürlich andere Auffassungen haben als die Arbeitgeber. Und dann lohnt sich's halt schon für 5 oder 7 Tage Urlaub oder ein Arbeitszeugnis oder einfach Mitglied im Club zu sein, um dann auf unsere Unterstützung bauen zu können. Rechtsschutz gibt's auch, ne? Ja, genau. Für alles, was Arbeits- und Sozialrecht angeht. Und das ist ja, also das kann ja allen schneller gehen, als uns lieb ist. Ob das eine Abmahnung ist oder auch Probleme mit der Agentur, Widersprüche und so weiter und so fort. Ich bleibe dabei, Gewerkschaft bleibt eine lohnenswerte Sache. Ja. Auf jeden Fall. Und habt ihr, um nochmal jetzt zur Corona-Krise zurückzukommen, also wie gesagt, in der ersten Welle klatschen und Bevölkerung oder ja die Menschen im Land haben das Problem nochmal deutlich zu sehen bekommen.
jetzt zweite Welle, Belastung in den Krankenhäusern mit Patientinnen und Patienten sehr, sehr hoch. Ich glaube, wir müssen gar nicht unbedingt reden, wie die Arbeitsbelastung da jetzt massiv gestiegen ist, sondern ich würde vielleicht schon mal gewerkschaftlich interessieren, habt ihr jetzt in dieser Zeit nochmal besondere Aufgaben, beziehungsweise kommen jetzt extra nochmal Mitglieder zu euch oder könnt ihr Mitglieder gewinnen? Gibt es Betriebsräte oder Wahlen, die vorher nicht denkbar waren, weil zu wenig Mitglieder organisiert waren? Also kommen jetzt viele Leute auf euch zu als Gewerkschaft in dieser Krise? Ja, tatsächlich. Allerdings sind es tatsächlich weniger Betriebs- und Personalräte, weil die Kolleginnen und Kollegen, die die Jobs betreuen, das schon viele, viele Jahre machen in der Regel. Das heißt, die sind da teilweise sattelfester im Geschäft, als wir es sind. Aber es sind unwahrscheinlich viele individualrechtliche Anfragen, gerade was das Thema Kurzarbeit anging. Man kann sich es kaum vorstellen, aber das gab es auch im Gesundheitswesen, sowohl in der ersten als auch jetzt in der zweiten Corona-Welle, dass man da viel damit zu kämpfen hatte. Die Thematik Altenpflegeprämie war riesengroß, weil es da nicht bei allen, aber bei einigen Arbeitgebern auch Schwierigkeiten gab mit der Deutung, wann wird ausgezahlt, wann habe ich Anspruch. Und jetzt ist es relativ viel die Problematik Urlaub und Corona-Quarantäne, die uns ziemlich in Atem hält, weil Beschäftigte, die ihren Urlaub geplant und genehmigt haben, dann aber aus welchen Gründen auch immer durch das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden sind. Pauschal? Also unabhängig von dem Verdacht? Oder? Nee. Also teilweise mit Kontakt auf Station. Also man könnte das tatsächlich als Arbeitsunfall betrachten. Oder auch im privaten Umfeld, wie auch immer. Also wir sind ja alle nicht davor gefeit, uns anzustecken. Und dann kommt halt das Behördenschreiben, dass man sich in Quarantäne zu begeben hat. Und man hätte aber eigentlich Urlaub, dann vertreten wir natürlich die Auffassung, dass das wenig mit Urlaub zu tun hat, diese Zeit, im Sinne des Bundesurlaubsgesetzes, weil man darf nicht raus, man muss permanent wachsam sein, am Telefon sein, Listen ausfüllen und. Das heißt, man hat unterm Strich weniger Rechte als jemand, der einfach nur arbeitsunfähig geschrieben ist, weil er eine Migräne oder Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hat, und das darf es einfach nicht sein. Und dazu gibt es allerdings keine Gesetzesgrundlagen oder Gerichtsurteile bisher. Und das heißt, bundesweit nicht. Bundesweit nicht. Das heißt, wir interpretieren natürlich die Dinge anders, als das ArbeitgeberInnen tun. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Und solange wir da keine Entscheidung von irgendeinem Landesarbeitsgericht oder dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt haben, werden die Streitigkeiten wohl weitergehen, gehe ich davon aus. Ja. Auf jeden Fall. Da vielleicht nochmal zum Abschluss der Runde hier. Gibt es spezielle Forderungen, die ihr jetzt aufgrund auch der Erfahrung in der Krise beziehungsweise durch den Rückhalt in der Bevölkerung, abgesehen von dem, was du gerade angesprochen hast, das Thema Urlaub, ansprecht an die Politik oder eine Kampagne vielleicht sogar macht als Verdi? Also ich nehme an, das Thema Lohn und Arbeitszeit ist ein großes Thema. Ja. Gibt es noch andere Punkte oder wollt ihr genau das nochmal verstärken und die Öffentlichkeit tragen? Also es ist einmal das Thema Entlastung natürlich, wo wir zum Beispiel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, in unserem Landesbezirk, den leider einzigen Tarifvertrag Entlastung haben. Das heißt, wo wirklich Personaluntergrenzen festgesetzt worden sind, in Zusammenarbeit mit Verdi, den Beschäftigten und dem Arbeitgeber. Da würde ich mir wünschen, dass es viel mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die da tatsächlich Lust dazu hätten. Wir haben ein absolutes Finanzierungsproblem im Gesundheitswesen. Das DRG-System lädt dazu ein, Geld zu verdienen. Ich bin gelernter Kaufmann, ich kann das also durchaus in manchen Zügen nachvollziehen. Also auch nur die Patienten aufzunehmen oder lange zu behandeln, die auch viel Geld aufgrund ihrer Krankheit geben? Eigentlich sogar kurz zu behandeln. Also das DRG-System sieht vor, ich spinne jetzt mal wilde Zahlen raus für eine Knieoperation, warum auch immer. Das kann das Krankenhaus mit 40.000 Euro abrechnen. In diesen 40.000 Euro ist aber alles drin. Und dann ist natürlich die Klinik bedacht, die Liegezeit relativ kurz zu halten, um von den 40.000 Euro das Bett wieder freihalten zu können, damit der nächste Patient kommt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das prangern wir seit Jahren an. Und das Thema natürlich
Personalbemessung. Also wir brauchen Pflegeuntergrenzen, das ist schon wieder das falsche Wort, weil die haben wir und das haben Arbeitgeber zum Anlass genommen, gleich mal aus den Bereichen Personal abzuziehen, weil sie festgestellt haben, oh, wir sind ja über der Untergrenze. Wir brauchen also eine Bedarfsermittlung, die sich echt am Wohl des Patienten orientiert, an der Realität und nicht an irgendwelchen nackten Zahlen. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen genügend Personal, um uns im schlimmsten Falle selbst adäquat versorgen lassen zu können. Und da bedarf es eben Ruck in der Politik. Ich mache mich damit wahrscheinlich nicht beliebt, aber Jens Spahn, von dem kann man halten, was man will, aber ich habe das Gefühl, der hat für den Bereich der Pflege jetzt schon mehr getan als der ein oder andere Vorgänger oder Vorgängerin vor ihm. Dass das natürlich nicht ausreicht für die Leute und auch nicht für uns als Gewerkschaft, steht auf einem anderen, ganz anderen Blatt Papier, aber man fängt langsam an, das Thema wahrzunehmen. Viel zu langsam, aber es geht langsam los. Vielleicht schon ein ganz gutes Schlusswort. Auch wir in Sachsen haben ja jetzt Haushaltsverhandlungen. Da geht es auch um die Krankenhausfinanzierung, wo leider keine Etaterhöhung bisher vorgesehen ist. Da werden wir uns einsetzen, aber auch für die Punkte, die du gerade genannt hast. Insofern vielen Dank für die Schilderung auch nochmal an uns, an mich und natürlich an alle, die zugeschaut haben. Ja. Und wer noch nicht bei einer Gewerkschaft Mitglied ist, wer die, lohnt sich. Der sollte das jetzt tun, genau. Dann vielen Dank und bis bald. Alles klar, ciao. Tschüss.